Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den Wrestling News. Die Themen heute: Sheamus bricht sich bei Raw die Nase. Außerdem haben wir einige Infos zu Double or Nothing. Viele Neuverpflichtungen, wie sieht's aus? All Elite hat sich jetzt Mark Henry gesichert. Wie sieht's mit Leo Rush aus? Viele Infos hier. Heute beginnen wir mal mit Mia Yim. Nach ihrem Main-Roster-Call-Up als Reckoning, der ja auch ins Nichts verlaufen ist, hat man nämlich von ihr nichts weiter gesehen. Sie wurde ja ins SmackDown-Roster geschoben, aber wurde da bisher noch nicht eingesetzt. Also haben natürlich einige Fans dann auf Twitter geschrieben, dass sie Mia Yim wollen. Und dieser Hashtag ging gut ab, ist also so ein bisschen viral gegangen, muss man aber abwarten, ob darauf jetzt die WWE sie jetzt wirklich einsetzt oder halt nicht. Aktuell sitzt sie also auch nur im Catering rum. Und obwohl die WWE so viel rausschmeißt, gibt es auch hier und da mal wieder ein paar Einstellungen. Zum Beispiel gab es ein Tryout für Produzenten, an dem zum Beispiel Molly Holly teilgenommen hat. Das Ganze war in der letzten Raw-Episode, aber Ergebnisse habe ich jetzt bisher noch nicht, ob da jetzt irgendwas rauskam, von wegen, wer da jetzt unter Vertrag genommen wurde oder nicht. Dann hatte ich in der letzten Episode ja darüber gesprochen, dass man Eva Marie möglicherweise gar nicht als In-Ring-Talent einsetzt. Aber sie selbst meinte auf Twitter, dass das wohl nicht ganz stimmt, dass sie natürlich auch wrestlen möchte. Es gab ja bei Raw da so eine Promo, wo man In-Ring-Sachen von ihr gesehen hat. Ja, schauen wir mal. Dann gab es letzte Woche ein kleines Problemchen mit dem spanischen Kommentator von Dynamite. Willy Urbina hat nämlich nicht ganz so positiv über den Akzent von Hikaru Shida gesprochen. Das allerdings während der Werbeunterbrechung. Nun ist es aber so, dass Fight TV zum Beispiel keine Werbung hat. Das heißt, dass es hier so gewesen ist, dass man die Kommentatoren während der Ausstrahlung trotzdem noch gehört hat. Obwohl das halt nicht im Fernsehen ausgestrahlt wurde, aber trotzdem. Und so hat man natürlich auch diese negativen Bemerkungen mitbekommen. Und das fanden natürlich alle Beteiligten, Toni Khan und so weiter, nicht so geil. Hikaru Shida meint aber selbst, dass sie stolz auf ihr Land ist und auf ihre Kultur und auf das, was sie ist. Und deswegen ist sie da auch nicht sauer oder sonst irgendwas. Dann gab es ja diese Woche ein einstündiges Match zwischen Josh Alexander und TJP. Dieser, also TJP, musste jetzt auch an der Nase operiert werden. Der hat sich nämlich die Nase gebrochen und musste halt auch operiert werden. Und Nasenbruch ist ein gutes Stichwort, denn auch Sheamus hat sich am Montag bei Raw die Nase gebrochen. Und wird, denke ich mal, jetzt nicht längere Zeit ausfallen, aber nicht schön. Übrigens ist bei Raw noch was passiert, und zwar das anfängliche The Miz TV-Segment mit den Damen alles länger, als es ursprünglich geplant war. Die haben 8 Minuten überzogen, wollten aber trotzdem nicht dem Main Event die Zeit nehmen. Das heißt, das Kofi gegen Drew McIntyre Match musste in dieser Zeit so bleiben, also da konnte man keine Minuten wegnehmen. Und die haben zu lange gebraucht, das heißt, über die Segmente verteilt, mussten die anderen immer mehr Einsparungen machen, immer mehr kürzen, damit man letztendlich dann doch noch auf die 3 Stunden rausgeht. Bei so Sachen würde ich zwar sagen, zeigt lieber weniger Wiederholungen und Trailer für irgendeinen Scheiß, aber gut. Bei All Elite ging es in den letzten Tagen ja natürlich sehr gut ab, denn wir hatten ja den Double or Nothing Pay-Per-View und dazu gibt es natürlich auch einige Berichte. Zum Beispiel ist ja bei der Casino Battle Royale als Nummer 21 Leo Rush aufgetaucht, den viele natürlich auch schon aus dem WWE-Produkt kennen. Und Leo Rush ist aber eigentlich jetzt unter New Japan Pro Wrestling Vertrag und hierbei kommt natürlich wieder die offene Tür zugute. Das heißt, Leo Rush und All Elite hatten nur einen Handschlagvertrag quasi, also nichts wirklich fest aufgeschriebenes. Konnten ihn dadurch aber trotzdem einsetzen, denn New Japan hat natürlich aufgrund der Kooperation mit All Elite nichts dagegen gehabt, dass Leo Rush dort auftritt. Es könnte sogar auch dazu führen, dass Leo Rush nochmal einmal öfter bei All Elite zu sehen sein wird, was natürlich auch ganz cool ist. Also kann der jetzt quasi bei New Japan und All Elite antreten. Läuft! Außerdem hat All Elite auch wieder feste Leute unter Vertrag genommen, zum Beispiel Mark Sterling, der ist ja jetzt als Manager für Jade Cargill eingesetzt und Bear Country als Tag Team wurden jetzt ebenfalls verpflichtet. Dazu kommt natürlich ebenfalls auch die große Ankündigung, die wir bei Double or Nothing gesehen haben, und zwar Mark Henry. Dieser hat aber wirklich einen richtigen Vertrag. Das Ganze soll auch über mehrere Jahre laufen, soll also als Trainer eingesetzt werden und natürlich auch als mögliche Quelle des Wissens, ja, also auch
hier hat Tony Khan gesagt, dass er mit Mark Henry sowieso schon längere Zeit befreundet ist und dass er weiß, dass Mark Henry gerade im Backstage-Bereich den Leuten auch sehr viel helfen kann. Aber nicht, dass ihr denkt, ja, die WWE schmeißt die ganze Zeit Leute raus und All Elite stellt immer mehr Leute ein. Auch All Elite schmeißt natürlich hier und da mal wieder wen raus. Zum Beispiel haben wir Awesome Kong, die wurde schon monatelang nicht eingesetzt, hatte teilweise auch keine In-Ring-Freigabe, sollte eigentlich mal als Trainerin eingesetzt werden, aber ist dann auch nicht so weiter passiert. Von daher hat man sie jetzt entlassen, beziehungsweise den Vertrag mit ihr nicht weiter verlängert. Ebenfalls betrifft das auch Shanna. Sie ist ja auch hierzulande schon häufiger mal zu sehen gewesen und ja, auch ihr Vertrag wurde bei All Elite nicht verlängert. Ebenfalls jetzt eher bei All Elite eingesetzt ist Don Callis. Da gab es ja auch schon mal einige Berichte zu, dass er jetzt weniger bei Impact ja, zu tun hat und das lieber mehr bei All Elite macht. Tony Khan hat das auch nochmal bestätigt. Don Callis ist halt jede Woche da und ja, der arbeitet da jetzt auch mit. Selbst wenn die Story mit Canning irgendwann zu Ende ist, wird Don Callis trotzdem weiterhin bei All Elite bleiben. Und für den All Elite Pay-Per-View Double or Nothing können wir gleich noch sehr positive Zahlen vermelden, denn da gab es halt auch die Info, dass der Pay-Per-View sehr, sehr gut verkauft wurde, also dass sehr viele Leute diesen bestellt haben und damit natürlich auch geguckt haben. Und das ist gerade in der aktuellen Zeit irgendwie ein bisschen komisch. Wenn man sich mal überlegt, dass die Einschaltquoten für die WWE-Produkte immer weiter runtergehen und All Elite gleichzeitig halt super gute Verkaufszahlen für die Pay-Per-Views hat, dann merken wir schon, dass vielleicht die Leute Wrestling nicht komplett abgeneigt sind, sondern einfach nur mehr Augenmerk auf andere Produkte legen. Deswegen, falls ihr zum Beispiel kein All Elite guckt, solltet ihr auf jeden Fall, bevor ihr ganz aufhört Wrestling zu gucken, weil es für euch unerträglich wird, guckt lieber erstmal noch ein paar andere Produkte. Und dann teased Cody in einem Interview einen nächsten All Elite Titel. Und zwar gab es ja auch schon häufiger mal so Diskussionen, was dann da jetzt als nächstes kommen könnte, ob man den TNT Titel jetzt mit dem Senderwechsel in den TBS Titel umbenennt. Das soll wohl noch nicht geklärt sein und auch so, was da jetzt genau passiert. Und dazu gab es von Cody die Aussage, dass es in naher Zukunft einen neuen Titel geben wird, aber er verrät natürlich noch nicht welchen. Aber er sagt auch, dass es bei All Elite viele Leute beziehungsweise Teams gibt, die sich sehr über diesen Titel freuen würden. Und gerade mit diesem Team-Hinweis gehe ich mal davon aus, dass er hier den Trios-Titel anspricht. Denn auch das war schon häufiger mal im Gespräch. Es gab ja bei Lucha Underground auch den Trios-Tag-Team-Titel. Und das ist so auch eher so eine mexikanische Variante, sagen wir mal. Oder eine mexikanischere Variante des Wrestlings. Denn die setzen sehr viel auf Six-Man-Tag-Matches. Und ja, warum auch nicht? Wir haben bei All Elite viele Gruppierungen. Das könnte also sicherlich funktionieren. Und ja, ich sehe da schon, dass das doch recht realistisch ist. Ja, von daher war es das auf jeden Fall erstmal für heute mit dem Video. Ich habe zwar noch ein paar Infos darüber, ob die WWE möglicherweise bald verkauft wird, aber da möchte ich noch ein bisschen nachrecherchieren und dann möchte ich euch auf jeden Fall noch ein separates Video dazu geben. Auch sehr interessant, deswegen Abo dalassen auf jeden Fall, die Glocke aktivieren und das auch noch auf alle stellen. Dann kriegt ihr es auch mit und natürlich auch Kanalmitglied werden, damit ihr noch die Exklusivvideos bekommt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht ihr mehr Solle, haut rein und ciao!